Der Bruder sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ja als erstes den Stift erschaffen. Das ist umstritten natürlich unter den Gelehrten, ob das der Stift war oder der Thron oder das Wasser. Jumhur ulama, die meisten Gelehrten sagen, das war der Thron, den er als erstes erschaffen hat. Nichtsdestotrotz gibt es Gelehrte, die das auch bestätigt haben, dass der Stift als erstes erschaffen wurde. Wie ist die Sache, wenn doch schon alles niedergeschrieben wurde, kann man trotzdem etwas von dem, was geschrieben wurde, ändern? Ihr solltet erstmal eine Sache wissen. Wir haben das Niedergeschriebene auf der wohlverwahrten Tafel. Wie heißt die wohlverwahrte Tafel auf Arabisch? Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawh Al-Mahfuz. Das ist die wohlverwahrte Tafel. Auf ihr hat Allah subhanahu wa ta'ala alles niedergeschrieben. Dann haben wir eine andere Sache, die nennt sich Suhuf al-Malaika. Suhuf al-Malaika, das sind die Blätter der Engel, zum Beispiel. Die Engel, wenn ein Fötus im Bauch 4 Monate alt ist, was macht es? Was machen die Engel? Sie schreiben dann von ihm. Was schreiben sie? Was schreiben sie? Bitte? Ja, aber wie viele Dinge schreiben Sie auf? 4 Dinge. Versorgung. Ob er glücklich oder traurig sein wird. Wie lange er leben wird. Und zum Schluss seine Tat. Diese 4 Dinge werden aufgeschrieben. Wer schreibt sie auf? Was haben wir gesagt? Die Engel. So, unter anderem ist geschrieben, wie alt er wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wer begehrt, dass Allah azzawajal ihm sein Lebensalter ausdehnt, das heißt, dass er älter wird, so soll er was machen? Wen pflegen? Seine Verwandtschaftsbande pflegen. So. Jetzt haben die Engel zum Beispiel geschrieben, dieser wird 60 Jahre alt. Okay? Auf ihren Suhuf, auf ihren Blättern. Aber Allah wusste, dass diese Person was machen wird? Seine Verwandtschaftsbande pflegen. Deswegen kriegt er jetzt zum Beispiel nicht 60, sondern 70 Jahre bei Allah. Wo standen die 70 Jahre schon von Anfang an? Auf der wohlverwahrten Tafel. Was die 60 Jahre anbelangt, wo standen sie? Auf den Suhuf der Engel. Wo ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist in Surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, und er schreibt, was er will, und er löscht, was er will, وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, und bei ihm ist die Mutter des Buches. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah schreibt, was er will, bestätigt, was er will, und er löscht, was er will. Von was wurde das gelöscht? Nein. Lauh al-Mahfuz ist doch ewig. Suhuf al-Malaika. Richtig. Habt ihr es verstanden? Das heißt, bei den Engeln gibt es eine Sache und bei Allah gibt es eine Sache. Sagt man, ist das ein Widerspruch? Überhaupt nicht. Und das zeigt uns die Schönheit der Religion, dass durch diese Verwandtschaftsbande, die der Mensch gepflegt hat, Allah subhanahu wa ta'ala ihm sein Lebensalter erhöht hat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban. Wa'rif azima manazil al-ashab. Hum safwatun rufi'u bi sohbati ahmada. Wa bidhaka qad khussu min al-wahhab.